Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, liebe Phono-Freundinnen und Phono-Freunde, zum zweiten kleinen Video über das Herstellen von Wachswalzen, Edison-Walzen, über den Guss und über das Herausnehmen aus der Form. Die Zeit von 30 Minuten ist jetzt fast abgelaufen. Es ist jetzt noch 1:15, da ich spreche. Und wir werden jetzt gleich mal schauen, wie der Kern sich rauslösen lässt. Das müssen wir mit einer geschickten Bewegung machen und einmal ordentlich drehen und dabei aufpassen, dass wir die feinen Grate nicht abreißen, die jetzt in der Walze entstanden sind. Wir schauen mal aufs Thermometer und wir haben jetzt nach fast 30 Minuten. Wir warten noch mal eben die paar Sekunden. Müsste das so knapp unter 80 Grad sein und tatsächlich das Thermometer zeigt derzeit 79. Wenn wir jetzt noch die halbe Minute warten, geht es noch so um 1 Grad runter. Und dann ist der Kern und die Masse in einem Temperaturkoeffizienten, bei dem sich der Kern aus der Masse wie Gummi herauslösen lässt. So, noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, jetzt sind 30 Minuten um. Und wir machen mal hier Hold und gucken mal auf das Thermometer. Also wir haben knapp unter 80 Grad. Das heißt, der Kern müsste sich jetzt ideal herauslösen lassen. Weil das immer noch sehr heiß ist, nehme ich natürlich auch hier wieder meine Sicherheitshandschuhe. Die sind schön dick, die sind geledert und da sind Einlagen drin und dann kriegen wir das hin. So, als erstes legen wir die Walze auf die Seite und lösen hier unten das Gewinde. Zack. So. Wir entfernen hier unten die Gewindeschraube, die das Ganze im Zentrum hält. Zack. Stellen die Form vorsichtig wieder auf. Und jetzt müssen wir drehen. Und wir kriegen den Kern sauber raus. Es sind kaum Wachsreste dran. Das ist sehr gut. Die restlichen Wachsreste, die sich hier oben am Rand gebildet haben, die wollen wir nicht haben. Die wischen wir gleich ab mit einem Tuch und gehen wir hier einmal rüber. Ist das ganze Ding wieder sauber. So, jetzt kommt Teil 2. Den Kern stellen wir mal weg. Jetzt nehmen wir die Form hier runter. Hier unten sind jetzt noch so einige kleine Wachsreste, die können wir mit dem Tuch abwischen. Zack. Jetzt nehmen wir hier unten die Scheibe raus. So. Und sehen hier schon den wunderschön gegossenen Rohling mit der idealen Spirale drin, dieser Doppelhelix-Spirale. Ich weiß nicht, ob die Kamera das so einfangen kann. So, und die Walze klebt jetzt noch hier in der Form drin und die stellen wir jetzt hin und lassen sie abkühlen, ganz gleichmäßig, ohne Zugluft möglichst, und schrauben jetzt die Form auf der anderen Seite wieder zusammen. So leicht lässt sich das Wachs abziehen. So. Und jetzt setzen wir die Form wieder zusammen. Zack. Heiß. Vorsicht, Sicherheit geht vor. Einmal noch abwischen. Von den Wachsresten befreien. Das geht bei dem heißen Aluminium sehr gut. Setzen das Ding wieder drauf. Schrauben den Kern fest. Zack.
Zack. Und mit der neuen Hülle, der zweiten, die wir im Ofen schon vorgewärmt haben, wird jetzt diese Form versehen. Kommt jetzt selber nochmal in den Ofen. Wärmt dort wieder auf die entsprechende Temperatur auf. Und währenddessen können wir uns hier dem Rohling zuwenden. Der braucht nämlich jetzt auch ungefähr nochmal so 20 Minuten, bis der aus der Form herausfällt. Und dann können wir die nächste Walze gießen. Wir sehen das also sehr schön, wie das geworden ist. Ich will hier nochmal die Kamera bewegen. Das ist also der Rohling jetzt nach dem Guss oder vielmehr noch beim Erkalten. Hier ist diese schöne Spirale drin, wie bei den Original Edison Blanks von 1890. Ist ein schöner, sauberer Guss geworden. Und die Walze muss dann natürlich erstmal abkühlen. Die hat jetzt also hier noch eine Temperatur von ungefähr 80, 90 Grad, 70, 80 Grad so ungefähr. Und die fällt dann einfach aus der Form glatt heraus. Und dann kann die Form wieder eingesetzt werden, um einen neuen Guss damit zu machen. So, liebe Freunde, das war ein kleiner Einblick in die Walzenküche bzw. in die Blank-Küche. So werden Edison-Walzen hergestellt und die Technik basiert viel auf Handarbeit. Man muss dann also die einzelnen Rohlinge, wie sie dann rauskommen. Wir sehen uns das dann in einem anderen kleinen Video an, noch fertig bearbeiten. Das heißt, sie müssen auf die richtige Länge gebracht werden. Diese sind natürlich jetzt etwas länger gegossen. Würde man die nämlich in der Größe gießen, die sie haben, die fertigen Edison-Walzen, ungefähr 7 cm, dann hätte man hier eine Form, würde die eingießen, aber die Walze wird, da sie noch schrumpft, viel kleiner. Also muss man eine größere Form nehmen. Und die hat schon eine gewisse definierte Größe von ein paar Zentimetern mehr, dass man da also entsprechend ein ideales Stück noch abschneiden kann, dass sie nicht zu dünn ist und an der Stelle bröckelt. Denn wenn wir uns das Material mal ansehen, nach dem Erkalten, also es bricht wie Schokolade. Das ist wie Schokolade und man kann sich das also vorstellen, so einfach bröselt das auch. Wer mit Edison-Walzen zu tun hat und wem schon mal eine in der Hand zerbrochen ist, der weiß, wie empfindlich dieses Material ist. Aber dass es eben auch seit über 140 Jahren die Töne hält und dass es so Techniken wie heute, digital oder MP3, das erstmal beweisen muss. Und ich glaube nicht, dass mein Handy und auch diese Kamera hier in 140 Jahren noch so einsetzbar sind und noch so einfach mechanisch abhörbar wie die Technik der Walzen. Sie ist natürlich, was den Tonumfang angeht und auch die Länge, bei 2,5 Minuten äußerst begrenzt. Und auch die Frequenzen sind durch die Tiefenschrift, mit der das aufgezeichnet wird, sehr begrenzt. Deswegen hat sich die Schallplatte ja später auch durchgesetzt. Und dann das Tonband und dann hinterher natürlich die CD. Aber es ist eben immer noch die reinste und purste Technik, Töne festzuhalten. Während alles andere wie eine Fotografie ist, ist das Aufnehmen mit dem Phonographen in reines Wachs eben wie eine Zeichnung. Jede einzelne Aufnahme ist ein einzelnes Kunstwerk und ist nur einmalig geschaffen und wie eine Zeichnung eben, ja, ein kleines individuelles Kunstwerk. Okay, jetzt bevor ich noch das Philosophieren anfange, wir gucken noch mal rein. Ja, der Guss ist sehr schön geworden. Nein, anfassen kann man sie noch nicht, dafür ist sie noch viel zu heiß, also sie hat mit Sicherheit noch über 70 Grad und wenn die Temperatur dieses Materials auf etwa, 35 Grad gefallen ist, dann fällt sie hier fast
glatt raus. Bei Raumtemperatur fällt sie sofort raus, weil das Material hier an der Seite entsprechend sich abtrennt und herausschrumpft. Ja, es ist ein schöner Rohling geworden. Sehr zufrieden. Gut, liebe Freunde, das war's. Dr. Frankensteins Labor macht für heute dicht und verabschiedet sich bis zu einem neuen kleinen Video. Ich hoffe, das war ganz interessant und informativ. Mein kleiner Assistent Igor hat nämlich seine Bedürfnisse und denen muss auch ein Professor folgen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Fragen habt, natürlich wie immer, schreibt an imperial-phonographs@web.de. Und tschüss.